Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. 100 Uhren sind nicht genug, das habe ich vor 2 Wochen gesagt und auch erklärt, warum bei mir, für mich, bei einem unkontrollierten Sammlungsverhalten, ich wahrscheinlich wirklich mit 100 Uhren nicht auskäme. Daraufhin habe ich für mich persönlich mal eine Pause eingelegt und überlegt, was bin ich eigentlich für ein Uhrentyp und was für Uhrentypen gibt es? Ich bin auf 4 Grundtypen gekommen, zumindest was meine Wahrnehmung betrifft. Da gibt es die Uhrenträger, die eine Uhr vornehmlich zum Tragen nehmen. Und ich zitte da zum Beispiel meine Frau zu. Meine Frau mag Uhren sehr gerne, wechselt auch regelmäßig, aber hat immer nur eine wirklich im Gebrauch. Und nach einem Jahr, anderthalb oder 2, kann es auch schon mal sein, dass die dann gewechselt wird und dann kommt eine andere Uhr, die sehr lange im Gebrauch ist. Sie hat keine Uhrensammlung, sie hat keinen großen Bestand, aber sie hat Freude an Uhren und wechselt regelmäßig, aber mit wirklich großen Abständen. Das ist so der Typus, den ich als Träger bezeichnen würde. Und dann gibt es den wirklichen, richtigen Sammler. Und Sammeln ist ja nicht hart definiert. Insofern kann ich hier nur meine Definition des Sammelns zum Besten bringen. Sammeln bedeutet für mich, nach einem bestimmten Kriterium zu versuchen, ein bestimmtes Themenfeld möglichst vollständig abzudecken. Beste Beispiel sind Briefmarken, wenn man eine bestimmte Serie vollständig hat. Oder Goldmünzen oder Münzen, eine bestimmte Serie. Ob es jetzt eine Serie ist, ein Prägejahr, eine Region, eine Zeitgeschichte, ein bestimmter Herausgeber. Nach irgendeinem Kriterium versucht man, dieses Thema möglichst komplett abzudecken. Das ist so, wie ich bisher Sammeln im Sinne von eine Sammlung anlegen kennengelernt habe. Ich kenne einige, aber nur sehr wenige Uhrenfreunde, die nach diesem Kriterium Uhren kaufen und sammeln. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der versucht, alle Modelle der U1 von Sinn zu haben. Das ist dann die Sammlung U1. Das ist in meinen Augen auch die vollständigste Sammlung U1, die es gibt. Dann gibt es andere Sammler, die sich auf die 101, 102, 103 Modelle von Sinn spezialisiert haben und hier einen wunderschönen Abdruck der Zeitgeschichte dieser Modelle darstellen können. Es gibt es für andere Modelle. Das ist für mich wirklich Sammeln, um ein bestimmtes Themengebiet komplett abzudecken. Das tue ich auch nicht. Ich bin, glaube ich, mehr so der Ansammler. Das heißt, ich kaufe nach persönlichem Geschmack. Bei einem echten Sammler ist, glaube ich, die Geschmacksfrage sekundär, wenn die Uhr oder das Teil, was man kauft, zu der Sammlung gehört, zu dem Thema, zu der Reihe, dann kann es auch schon mal sein, dass man einen Teil kauft, was einem persönlich nicht hundertprozentig gefällt, aber eben die Sammlung komplettiert. Das tue ich zum Beispiel nicht. Ich kaufe keine Uhren, die mir nicht gefallen. Insofern sehe ich mich persönlich hier nicht als Sammler, sondern eher als Ansammler von Uhren oder Exponaten, die mir gefallen und die ich auch alle durch die Bank tragen würde. Und dann gibt es noch den Typ Jäger und Flipper. Das sind diejenigen, denen es mehr Spaß macht, eine bestimmte Uhr zu suchen, haben zu wollen, rauszufinden, wo es sie gibt, als die Uhr selber dann zu besitzen und zu tragen. Das heißt, die Recherche, die Jagd, die Suche ist das Aufregende, nicht so sehr die Uhr zu haben.
nicht völlig identisch, aber ähnlich der Flipper, der Uhren kauft, den Kick aus dem Kauf zieht, die Uhr kurzfristig hat und dann wieder abgibt, also einen relativ hohen Umschlag hat. Das ist keinen festen Bestand oder keinen langfristig festen Bestand, sondern einen hohen Umschlag an Uhren. Beim Jäger könnte es ganz ähnlich sein, wenn der Kick aus der Jagd erfolgt, dann ist der Besitz nicht mehr so aufregend, die Uhr geht vielleicht auch früher oder später wieder. So, das sind so die vier Typen, die ich für mich persönlich identifiziert habe. Ich würde mich zum Ansammler zählen und habe festgestellt, dass das wohl neben der Flipperei der teuerste Bereich ist, weil der am wenigsten kontrollierte Bereich. Bis man oder bis ich, Mann, ich weiß nicht wie, was Mann macht, ich weiß nur, was ich mache, bis ich für mich herausgefunden hatte, was ich wirklich mag und wie sich mein Geschmack, mein Bestand und meine Vorlieben entwickelt haben, habe ich richtig viel Geld verbrannt. Bei einer Sammlung nach Themengebiet weiß man vorher, worauf man sich einlässt und man hat auch einen ungefähren Blick dafür, wie breit das ist, wie man das eingrenzt. Beim Ansammeln ohne Kriterien ist das echt gefährlich. Und da hilft es, sich über die Vorlieben klar zu werden. Und das kann Material sein, das kann Größe sein, das kann Farbe sein, das kann Alter der Uhr sein, das kann das Uhrwerk sein, das kann der Stil der Uhr sein. Alles das spielt eine Rolle, ob man eine Uhr haben möchte und ob die Uhr dann auch bleibt. Und das sind, wie ich feststellen musste, zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Ein Beispiel. Ich mag zum Beispiel elegante Uhren unglaublich gerne anschauen. Ich finde die wunderschön. Zum Beispiel die Art Deco-Uhren von Turbi. Finde ich super schön anzusehen. Ich guck die an und bin einfach begeistert, wie schön ich die Uhr finde. Auch ein besonders schön verziertes Werk macht mir große Freude. Ich weiß aber, die Uhr passt nicht zu mir. Ich würde sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht anziehen und früher oder später verkaufen. Ich habe ähnliche Erfahrungen mit bestimmten Marken gemacht, wo mir einfach der Markenname oder das Markenlogo auf Dauer nicht gefallen hat. Und das sind Erfahrungen, die richtig viel Geld kosten können. Und deshalb ist es, wenn man mit dem Uhrensammeln anfängt, aus meiner Sicht durchaus lohnenswert, zum ersten zu überlegen, wie gehe ich das an? Trage ich eine Uhr? Sammle ich wirklich? Oder macht es mir Spaß zu suchen, zu recherchieren, zu jagen? Oder aber will ich sie am Ende einfach nur haben? Und in dem Punkt ist es dann ganz, ganz hilfreich zu überlegen, was möchte ich haben und was passt zu mir? Und mindestens ebenso wichtig ist die Frage, welchen Kompromiss bin ich bereit einzugehen? Denn meine Erfahrung ist auch, dass Kompromisse richtig viel Geld kosten. Es gibt nach meiner Meinung vier Bereiche, in denen ein Kompromiss gemacht werden kann. Das ist die Menge. Man kann sagen, ich kaufe eine Uhr weniger, dafür die, die ich wirklich haben möchte. Oder ich kaufe drei, vier Uhren, um vielleicht etwas häufiger wechseln zu können. Da muss man abwägen, was einem wirklich gefällt. Der Preis ist ein Kompromiss. Die Qualität kann ein Kompromiss sein. Wenn ich mir einen gewissen Preis nicht leisten kann, eine Qualität vielleicht in der Form nicht haben möchte oder aber für mich zu teuer bepreist erscheint. Und ein vierter Bereich, und das ist, glaube ich, der am schwersten ist, das ist die Abwägung zwischen Verstand und Gefühlen. Ich habe viele Uhren gehabt, die ich des Verstandes wegen gekauft habe und des Gefühls wegen wieder verkauft habe. Mittlerweile kaufe ich keine
keine Uhr mehr aus rationellen Gründen, sondern nur noch aus emotionalen Gründen, was nicht heißt, dass ich über einen Kauf nicht nachdenke. Ich wäge es rational ab, aber die letztendliche Entscheidung trifft immer der Bauch, damit ich auch emotional dahinter stehe. Und so habe ich es geschafft, einen relativ stabilen und sauberen Bestand zu haben. Und das war ein langer und schwerer Weg. Und was mich jetzt irrsinnig interessieren würde, wie ihr mit eurem Uhrensammeln umgeht, wie ihr es geschafft habt, einen stabilen Bestand zu schaffen oder ob ihr noch dran arbeitet und wie ihr generell über das Thema Uhrensammeln denkt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.